Let's Play Ion geht jetzt aber so richtig los. Ein neuer Charakter ist erstellt und sobald man dies getan hat zum ersten Mal, wird man hier von so einer kleinen Zwischensequenz beglückt. Diese Zwischensequenzen finden sich auch bei einigen Quests wieder. Das ist hier kein Einzelfall, nur zum, ja, angeben mal zum Beginn des Spiels hier mit irgendwelchen gerenderten Grafiken. Nein, auch im Laufe des Spiels gibt es kleine vertonte Zwischensequenzen, die Story ein wenig untermalen und die Spielatmosphäre, die Fantasy-Stimmung noch besser zum Spieler vermitteln. So, schauen wir uns hier die Szenen noch ein wenig an. Wer einfach schnell zum Gameplay will, kann diese Szenen alle auch überspringen und zwar mit Escape. Ich habe am Anfang sehr lange herumgesucht, mit welcher Taste funktioniert das mit Enter. Dann habe ich schon alles probiert, aber an Escape habe ich irgendwie nicht gedacht. Ja, mit Escape überspringt man solche Spielszenen eben. Und hier jetzt die kleine Einleitung, die Elios und die Asmodia und dann noch die bösen Dämonen. Aber zum Glück gibt es ja uns, die tapferen Fantasy-Ritter, die Spieletrends dieser Welt und wir werden jetzt die Kontinente von Ion hoffentlich retten können. So, das war die epische Schlacht. Die Helden sind angeschlagen, doch der Big Boss steht noch immer. Richtig fein, wie der aussieht. Wow. Der denkt sich auch nur, was geht, Junge? Halloween war doch erst. Oder kommt erst wieder, wie auch immer. So, ruhig ist es geworden. Genießen wir hier noch die letzten Spielszenen des Anfangs, bevor es dann hoffentlich richtig losgeht. Und die Kamera schwenkt zum Boden, wo jetzt auch hier unser Charakter ist. Willkommen, Werther Schilling, in der Welt von Ion. Hier zum Kennenlernen des Spiels jetzt nochmal und zum Vorstellen des Spiels habe ich jetzt nochmal einen neuen Charakter erstellt. Zu einem späteren Zeitpunkt dann werde ich natürlich meine Level 55er Charaktere auch auspacken und dann so richtig mit denen fetziges Gameplay herzeigen. So, hier ist man im Spiel angekommen. Steuerung ganz gewöhnlich wie alle anderen MMORPGs. Zudem kann man statt WASD auch noch mit Q seitwärts nach links laufen und mit E nach rechts. Das ist dafür da, da man auch im Kampf sehr viel Bewegung an den Tag bringen muss und auch kiten muss, vielleicht seinen Gegner einschläfert und dann weitergeht. Ja, dieser türkise Pfeil, der immer genau auf den Questgeber zeigt, deutet eben eine neue Quest an. Die Quests sind, wie schon erwähnt, zum Teil vertont. Hier findet man nochmal im Überblick, was man für die Quest machen muss. Wer sich das nicht durchlesen will, findet immer in blauer Einfärbung das Quest-Ziel, wo man hingehen muss. Und am Anfang hier jetzt muss ich einfach zum Mires gehen. So, den klicke ich jetzt hier zum Beispiel an. Dann öffnet sich so ein kleines Fenster, das Lexikon. Ein Söldner in der Akarios-Ebene. Dann kann ich nochmal die Akarios-Ebene anklicken und dann sagt er mir hier, die Akarios-Ebene ist das Grasland im Westen von Akarios. Ja, so funktioniert das eben. So, den kann ich jetzt finden und auf der Karte wird er mir hier schön mit einem lila X-chen eingezeichnet. Das heißt, hier geht es jetzt mal gleich auf. Da tummeln sich schon einige Spieler und einige Mobs. Die Mobs am Anfang, das deutet der gelbliche Name an, sind non-aggro, das heißt, die greifen nicht an, wenn man sich ihnen nähert. Später dann gibt es aber fast ausschließlich nur noch... Oha, wo laufe ich denn hier hin? Später gibt es dann fast ausschließlich nur noch Aggro-Gegner, die dann mit einem roten Namen gekennzeichnet sind. So, da ist der Mires und zu dem geht es jetzt mal auf. Alle Spieler starten im Prinzip im selben Gebiet, also von derselben Fraktion. Natürlich, die Asmodia starten nicht im gleichen Gebiet wie die Elios. Da wird es ja dann direkt schon zu Streitigkeiten kommen. Und die nächste Quest erhalten. Hier rechts oben ist auch der Quest-Helper. Den kann man aktivieren, deaktivieren, verschieben, wie man das haben möchte. Hier sehe ich jetzt zum Beispiel
dass ich Streifen Kerub, 3 Stück davon jagen muss. Unter J. Ihr wurdet von Old Pony in die Legion Elfenlegion eingeladen. Nein, danke. Legionen sind, was man in anderen Spielen wie Gilden kennt. Einfach nur eine andere Bezeichnung dafür. Ja, der Magier. Wem das schon aufgefallen ist, es gibt keine Zauberstäbe. Der Magier hat nämlich eine Zauberkugel und ein Buch. Und mit denen ist er ausgerüstet und kämpft dann fleißig. Beim Auto-Attack, also das ist ja immer ganz üblich, wenn man kein Mana mehr hat oder einfach so mit der Waffe hinschlägt, zaubert der Magier dafür einfach ganz normal herkömmliche Feuerbälle hin, so wie jetzt zum Beispiel, ich wirke keine Spells, sondern das ist der normale Auto-Attack. Den hat man auch hier direkt in der Hotbar auf der 1. Und die anderen Spells kann man nochmal unter K aufrufen. Da findet man eine Übersicht über die aktiven Spells. Das sind eben genau diese hier, die man schon am Anfang auch in die Leiste gezogen bekommt. Dann gibt es die passiven. Da sehe ich zum Beispiel, welche Rüstung darf ich tragen, mit welchen Waffen darf ich hantieren. Dann Profession wird es hier genannt. Das ist das Sammeln oder das Erz abbauen und so weiter und so fort. Emotes, ja, für Rollenspieler ein Muss. Anfeuern. Yeah, yeah, go Shilling, go Shilling, go, go, go Shilling. Okay, so ganz hat er mich jetzt nicht angefeuert, muss ich sagen. Lassen wir ihn doch mal tanzen. Oh yeah, do the dance, oh yeah, what, right, left, left, one, two, step, yeah, yeah. Okay, ja, also wirklich von oben bis unten komplett in Szene gesetzt, das Spiel. Die Charaktere hier, der lehnt sich jetzt ganz chillig zur Seite. Also gefällt mir wirklich gut. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wieso ich damals aufgehört habe mit Aion. Einfach weil ich schon 3 Charaktere auf dem maximalen Level hatte. Und jetzt sind aber auch noch einige Updates hinzugekommen. Und die Free-to-Play-Umstellung war sicherlich das Beste, was Aion hier noch so passieren konnte. So, Kerub Kornsack muss ich finden. Schauen wir doch mal in das Quest-Tagebuch. Ein Kornsack in dem alten Farmgebiet im Südwesten der Akarios-Ebene. Dass man jetzt so im Südwesten. Was haben wir hier noch eingezeichnet? Mein nächster Questgeber. Ja, oder ich klicke einfach hier auf Finden. Dann wird mir hier das Gebiet eingezeichnet, wo man diese Dinge denn finden kann. Ah, okay, hier haben wir es schon herumliegen. Die Kerub-Kornsäcke, immer wenn man eine Aktion tätigen kann bei irgendeinem Item oder einem Point of Interest, dann wird die Maus zu einem Zahnrad und mit einem Rechtsklick kann man dann die Aktion durchführen. Dann öffnet sich das Loot-Menü und mit einem Doppelklick holt man sich dann die Items ins Inventar, welches man mit I öffnet. Das Inventar ist, wie schon erwähnt, besteht nicht aus Beuteln oder Rucksäcken oder wie auch immer man das aus anderen MMORPGs kennt, sondern aus den sogenannten Würfeln. Man hat hier dann später 3 Würfel und die kann man so ausklappen und sich da die Items hineinlegen. Man sieht dann auch noch hier seinen aktuellen Stand an China. Das ist die Währung im Spiel. Recht komischer Name. Normal heißt es immer Gold, Münzen oder wie auch immer. Aber hier eben nennt man das China. Man sieht schon, ich habe ganz am Anfang schon sehr viele. Ich bekomme gleich 580 für eine läppische Quest. Später sammelt man dann China im Millionenbereich ein. Deswegen ist ja auch so viel Platz für die Komma, für die ganzen Stellen, die dann noch kommen werden. So, jetzt muss ich Polinia Bericht erstatten. Und wenn ich auch ein wenig zuhören und aufpassen würde beim Questgeber, dann würde ich da vielleicht auch schneller hinfinden. So, da muss ich jetzt dem Weg folgen auf dieser Ebene. Und dort am Weg warten noch ein paar Questgeber. Hier zwischendurch öffnen sich hier immer solche Fragezeichen. Die erklären nochmal übersichtlich das ganze Interface und sind eine kleine Einleitung in das Spiel, mit welchen Tasten man eben welche Dinge machen kann. Die blende ich mir aber jetzt mal alle aus.
denn das brauche ich nicht mehr wirklich. So, der Farmer Kale. Servus. Da schlägt er gleich hin auf mich. Na, aber hallo. Pass ein bisschen auf mit deinem Bauernknüppel hier. Kornschnüffler. Machen sich auf seinem Feld breit. Oh, der arme Farmer. Dann helfen wir ihm doch gleich. Und ein neues Fragezeichen. Ja, hier wird nochmal erklärt bei den Questfenstern, dass man auch ganz einfach sich das Lexikon anzeigen lassen kann. Zügelung. Mit diesem Spell kann ich jemanden fesseln. Was haben wir noch? Gegenstand aufnehmen. Das ziehe ich mir mal aus der Hotbar. Das ist eher unnötig. Das mache ich einfach mit einem Doppelklick. Und Verbandheilung. Stellt meine Trefferpunkte wieder her. So, alles looten. Immer wenn noch so ein blauer Rauch bei der Leiche eines Gegners herumschwirrt, dann heißt das, hier ist noch Loot drin. Da sollte man nochmal hineinschauen. Die Gegner, richtig exotische Wesen. Und da zaubert er hin. 139, also mit den Zahlen wird hier wirklich mit großen Zahlen am Anfang gleich herumgeschmissen. Da haut man gleich Spells schon mit 100 bis 200 Damage raus. Kornschnüffler, was haben wir da hinten noch? Eintagsfunkler. Lauter Mobs, die eigentlich nur aus Spaß an der Freude da sind. Für die habe ich zumindest noch keine Quest oder dergleichen gefunden. Ja, auch Erfahrungspunkte gibt es immer recht viel. 148 schon ganz am Anfang. Ich brauche 1917 für ein Level Up. Hier unten hat man immer die Erfahrungspunkteleiste. Die ist ordentlich in die Länge gezogen, dass man sich auch immer über kleine Erfolge freuen kann. So, ein Quest-Item brauche ich noch. Das war jetzt eine Quest mit Random Drops. Und zwischendurch, wenn mir zum Beispiel jetzt hier das Mana ausgeht und ich beispielsweise keine Tränke habe, regeneriere ich nur sehr langsam. Da muss man sich dann mit der Beistrichtaste direkt neben M bzw. oberhalb des Leerzeichens einfach auf der Tastatur drücken und dann setzt man sich hin und wie man sieht, schießen dann die Mana-Punkte in höherer Geschwindigkeit nach oben. Das heißt, wenn man regenerieren muss, braucht man recht lange, wenn man das einfach nur so tut, immer vorher hinsetzen. So, dann schauen wir mal zurück zum lieben Farmer und geben mal die Quest ab. Der ist ja wirklich sehr fleißig. Ja, wisch dir nur den Schweiß von der Stirn. Recht hast du. Schöner Tag, nicht wahr?